Ja, hallo, ich grüße euch. Zum Wochenende wollte ich mal ein kleines Fahrvideo machen mit meinen Lokomotiven der Baureihe 2015, 17, 18 und sowas dazugehört. Ja, ich habe da mal so ein paar Züge schon aufgegleist. Einige sind schon in Bewegung. Hier seht ihr eine ganz alte Trix International. Das ist eine 217er. Mit ein paar Silberlingen hinten dran. Ja, da kommt auch Hermine, die sich das mit anguckt. Kleine Inspektorentante. Ja, im Außenkreis, wie gesagt, fahren schon zwei Züge. Jetzt lasse ich die hier auch nochmal eine Runde fahren. Ich hoffe, es funktioniert, so wie das soll. So, hier sehen wir noch von Fleisch, meine 218, das ist eine Putzlok. Mit einem entsprechend passenden Zug da hinten dran. Da kommt nochmal die Trix 217. Ja, hier oben im Gegenverkehr kommt meine allererste Roko. Das ist eine ganz alte, eine 215. Ja, wie gesagt, das ist halt uraltes Schätzchen. Die ist schon ja, über 40 Jahre alt, das Teil. Mein erstes Roko-Modell, was ich mir mal gekauft hatte. Ja, die zieht halt hier meinen Standard-Güterzug. Dann seht ihr hier oben von Fleischmann eine 218 in der TE-Farbgebung. Entsprechend mit einem ja, TE-Zug hinten dran.
war in der zweiten Runde, fährt jetzt von die Fleischmann in der Citybahn-Lackierung mit. Da unten haben wir eine in Verkehrsrot, müsste das sein, mit dem weißen Lätzchen. Ja, da haben wir nochmal eine in dieser Experimentallackierung, wo auf der Seite dieses weiße Lätzchen drauf ist. So, und hier kommt nochmal diese Europa-Lok, die ich mir mal gekauft hatte. Naja, kein schönes Modell, aber sie gehört halt auch dazu und fährt man noch mit.
So, hier sehen wir jetzt nochmal eine 218 Putzlok von Fleischmann. In der Doppeltraktion mit einem Dummy und einem Güterzug von Fleischmann. So, und wie immer kommt das Beste zum Schluss. Das ist jetzt meine 218er Doppeltraktion in der Touristiklackierung mit entsprechend den Waggons da hinten dran. Ja, kleine Mine ist auch dabei. Hallo Emmel. Na du? Deine Schatzkatze. Hm? Süße. Ja, beiß mich ein bisschen. Genau. Hm? Was ist denn? Hm? Kleine Stinker.
So, die kleinen Rundfahrten sind jetzt beendet. Hier seht ihr nochmal alle, ja, 218er im Überblick. Ich fange nochmal hier hinten an. Das ist halt das Fleischmann Dummy Modell 218 mit der 218 Putzlok. Dann sehen wir hier vorne die 218 von Fleischmann mit dem weißen Lätzchen. Daneben die 218 von Fleischmann in diesem Experimentalfarbton oder mit diesem Experimentalteil hier an der Seite drauf. Ja, dann hinten dran die 218 Ozean Blau Beige, ebenfalls Fleischmann, das ist auch eine Putzlok. Dann die 218 in der TE-Farbgebung von Fleischmann. Ja, dann die 218 in diesem Europa-Design von Märklin, das ist ein Harmo-Modell. Hier vorne dann nochmal die 217 von Trix International. Ja, dann haben wir hier hinten noch, ja, das älteste Schätzchen von Rocco, die Baureihe 215. Wie gesagt, die ist ewig alt, läuft aber noch super. Dann hier nochmal die Fleischmann 218 in der Citybahn-Lackierung. Und dann zum Schluss nochmal die beiden 218er in der Touristiklackierung. Die ist auch vorne, die erste ist mit Sounddecoder ausgerüstet. Ne? Die zweite hat keinen Sounddecoder, hat aber auch einen Motor. Beziehungsweise die haben beide einen Faulhabermotor, die Loks. Ne? Das sind auch Modelle von Fleischmann und nicht die Modelle, die es von Rokoma gab. Ne? Das sind halt Fleischmann-Loks. Ja, das soll es dann gewesen sein mit dem kleinen Fahrvideo meiner 218er-Loks und was so dazugehört. Ich hoffe, ihr hattet beim Video ein bisschen Spaß. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ja, macht's gut und tschüss.